Ja, bitte als allererstes wieder rechts unten bei dem Zahnrädchen die Geschwindigkeit auf schneller stellen, weil ich's ja so langsam rede. Ja, dann haben wir heute sozusagen als Tagesthemen folgendes. Ja, ich glaube, so können Sie es gut lesen. Heute Tagesthemen, Denkfehler, Markus Krall, Gradido, Christian Felber, Gemeinwohlökonomie, Fridays for Future, Nico Pech, Hans-Werner Sinn. Und wie immer beginnen wir zum Tagesbild sozusagen unsere Kurznachrichten. Ich glaube, so können Sie es ganz gut sehen. Ja, da wurde in einer Sendung berichtet über eine Frau, junge, ja, 30-jährige, circa 30-jährige Frau, bei der eine Lungentransplantation vorgenommen worden ist. Ja, für Naturwissenschaftler stellt sich als erstes die Frage, wurde diese Transplantation vorgenommen, weil das Krankenhaus das Geld sozusagen für eine Transplantation sehr gut gebrauchen konnte? Sind die Evolutionsverläufe in der Medizinindustrie generell so verlaufen, dass die Ärzte in dem Krankenhaus mit dem üblichen Gefährlichkeitsüberschätzungstendenzen ausgebildet worden waren und deswegen sagten, ja, ich kann es jetzt nicht verantworten, ich kann nicht sicher sagen, was aus der Patientin wird und deswegen machen wir jetzt mal sicherheitshalber eine Lungentransplantation, so dass wir jetzt ja dann gar nicht wissen, ob nicht die Lunge sich auch selbst wieder erholt hätte und so weiter. Ja, also von daher wissen wir da gar nichts. Und dann kommt so zwischen den Zeilen, kommt die Bemerkung, ah ja, die Frau hatte eine sehr seltene Autoimmunerkrankung. Ja, also das heißt, es kann ja sein, dass dann Corona plus diese Autoimmunerkrankung natürlich eine besondere Zerstörung von Lungengewebe zur Folge hatten. Also ist diese Patientin in Wirklichkeit überhaupt nicht aussagekräftig, sondern reiht sich ein in die Masse der Berichte über schwerst Vorerkrankte, auch jüngere Leute, die natürlich dann bei jedem Windhauch Probleme bekommen können. Ne? So, dann haben wir hier die nächste. Ja, dann, das passt auch schon zu unserem Tagesthema, da können wir schon mal zurückgehen. Christian Felber hat sich zum Beispiel in einer Sendung auch ausgesprochen für staatliche Gesundheitssysteme, für staatliche Krankenhäuser und ähnliche Dinge. Und das ist ein ganz großes Problem. Ja. Das heißt, er sieht nicht, dass durch staatliche Systeme, wir haben ja wohl in England auch mal entweder sowas gehabt oder haben es noch, also ein staatliches Gesundheitssystem hat auch riesige Nachteile. Also der Nachteil des Privaten war, also hier haben wir den ersten Früharzt und wir haben hier freien Markt und freie Arbeitsteilung als Rahmenbedingung. Und da ist das Problem, dass daraus sozusagen so ein Interesse an der Krankheit und am Krankwerden von Menschen quasi entsteht, und zwar als Gewinnmöglichkeit. Also schildern wir es wieder ganz kurz, wie es sachlich ist. Hier haben wir den ersten Früharzt und der sagt, nein, ihr müsst euch naturbelassen ernähren, einen komplett naturbelassenen Lebensstil führen, dann habt ihr starke Immunsysteme und braucht mich nicht. Die Wahrheit, ne?
Und hier kommt ein Früharzt und er sagt, nein, also ihr könnt ruhig auch die denaturierte Ernährung essen und ihr müsst auch nicht auf einen besonders naturbelassenen Lebensstil achten. Das braucht ihr alles nicht. Das Problem sind, dass es so winzige Tierchen gibt, die man später Viren und Bakterien nennen wird. Und die sind die absoluten Killer und die bringen euch um und so weiter. Und deswegen müsst ihr meine Tests, Impfungen, Behandlungen, Operationen, Antibiotika, Chemotherapien kaufen. Und nur so könnt ihr dann gesund überleben, ja? So, und wer von den beiden macht jetzt die größeren Profite? Na, also der hier kann ganz viel verkaufen, kann hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren und wird der Vorfahre von Lauterbach, Drosten und Wieler sozusagen. Und das bedeutet also, dass sich dieser Irrtum als vorteilbringender Irrtum erweist und sich dadurch massenhaft ausbreitet, sodass dann auch in diesem, bei dieser Lungentransplantation die Ärzte der festen Überzeugung sind, ah, das ist alles schrecklich gefährlich und wir sollten auf Nummer sicher gehen und sollten da eine Lungentransplantation machen und so weiter. Ja? Und letztendlich das dahintersteckende, nämlich dass diese vorteilbringenden Irrtümer sich nur deswegen so ausgebreitet haben, weil sie Profit bringen, ja, das ist natürlich niemandem bewusst. Also deswegen, keiner dieser Ärzte hat da im Hinterkopf gehabt, nein, wir wollen Profit machen und deswegen machen wir das jetzt. Nein, sondern es ist viel komplizierter. Es ist eben, dass in der Ausbildung diese Gefährlichkeitsüberschätzungstendenz unterrichtet wurde, zusammen mit der von Dr. Klaus Köhnlein da genannten Tendenz aller Ärzte, sich absichern zu wollen und dann lieber sicherheitshalber zu viel zu tun als zu wenig zu tun. Und daraus erklärt sich dann vielleicht solch eine Lungentransplantation bei einer Frau, die sowieso mit ihrer Autoimmunerkrankung, also ein völlig verwirrtes und gestörtes Immunsystem hat und dass die Probleme kriegt, ist ja eigentlich selbstverständlich, ne? Ist ja eigentlich keiner Meldung wert. Aber so ist das heutzutage. Ja, und was passiert jetzt aber? Das heißt, wir haben gesehen, also zum Tagesthema, lieber Dr. Markus Krall und lieber Professor Hans-Werner Sinn, die sie irgendwie den freien Markt für irgendwo okay halten oder Dr. Markus Krall sogar richtig gut halten. Also hiermit ist bewiesen, noch einmal zum tausendsten Mal verdeutlicht, freier Markt und freie Arbeitsteilung führen zum Massenmord, also zur Massentötung der Weltbevölkerung. Ja, weil aus diesen Irrtümern, aus diesen vorteilbringenden Irrtümern heraus sozusagen immer das Falsche getan wird, sozusagen. Und am Ende wird dadurch die Pharmaindustrie und Medizinindustrie immer reicher und der Rest der Welt, dem geht es immer schlechter. Ne? Und jetzt haben wir hier sozusagen, wollen wir doch die staatliche Sache bringen. Also hier hatten wir den wahrheitsorientierten ersten Früharzt. Und jetzt nehmen wir mal die staatlichen Bedingungen. Das heißt, er wird fest angestellt und kriegt sein Gehalt, egal was er tut oder nicht tut. Ja? Und dann passiert Folgendes hier. Dieser wird sozusagen. Wenn wir jetzt zwei unterscheiden, jetzt sagen wir mal, hier ist im staatlichen Gesundheitssystem jemand, der sagt, nein, ich muss jetzt also darauf achten, dass in mir kein Schlendrian reinkommt, dass ich nicht anfange, zu wenig zu machen und mich mehr um mein Privatleben zu kümmern, als mich um meine Patienten zu kümmern, sondern ich muss mir da schon eine gewisse Selbstdisziplin auferlegen und muss versuchen, wirklich nach bestem Wissen und Gewissen für meine Patienten und so weiter tätig zu werden. Ne? Aber hier ist dann ein anderer, damit konkurrierender, nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion kommt es also zu jemandem, der hat eine andere Mentalität. Und der hat die Mentalität,
Ja, ich mache doch schon so viel, das reicht ja völlig. Ich sollte mal ein bisschen kürzer treten und ein bisschen halblang machen. Und ja, und ich mache ja schon so viel, ja. Und ich für das kleine Gehalt, das ich da vom Staat bekomme, habe ich ja eigentlich schon viel zu viel getan. Ich sollte mal ein bisschen gemütlicher machen und mal mich ein bisschen so ein bisschen ruhiger machen, ein bisschen entschleunigen, ja. Und dann passiert es eben, dass dadurch sozusagen die Patienten immer schlechter versorgt werden, immer zu wenig Versorgung bekommen, unterversorgt werden. Und aber er kriegt sein Gehalt immer weiter. Ja? Und dadurch, dass er viel Energie dann für seine Freizeit hat, vielleicht dafür nette Frauen kennenzulernen, hinterlässt er am Ende in der Evolution eventuell hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel, also mehr Kinder als der andere, sozusagen in der Evolution. Und dann breitet sich dieser Typ von Mensch also weiter aus mit diesen Mentalitäten, weil diese Mentalitäten ja auch an die Kinder und Enkel weitergegeben werden. So das Motto, mach mal halblang sozusagen. Und dann haben wir plötzlich ein staatliches Gesundheitssystem, in dem nur noch gegammelt wird, obwohl alle überzeugt sind, ja, wir machen doch genug für unser Geld, ich kann mich doch nicht kaputt machen, ja, und so, ja. Und dadurch, also das heißt, also, was ist also das Schlechteste ist ein Gesundheitssystem mit Markt. Freiem Markt und freier Arbeitsteilung, weil dann sozusagen direkt die Menschen geschädigt werden und daran der Profit entsteht. Ja? Je kränker die Menschen gemacht werden, ohne bewusste böse Absicht, desto mehr Profit. Ja? Das ist privater Markt, also freier Markt und freie Arbeitsteilung. Staatliches Gesundheitswesen birgt diese Gefahr nicht, sondern kommt die Gefahr einfach daher, dass die Leute sehr wenig machen die Ärzte und das Personal und sich mehr im Privatleben dort Gewinne erzielen, Zugang zu Sexualpartnern gewinnen und so weiter und die Patienten tendenziell vernachlässigt werden. Also ich denke, vernachlässigt werden ist nicht so schlimm wie aktiv krank gemacht zu werden. Also insofern ist der Vorschlag eines staatlichen Gesundheitssystems und staatlicher Krankenhäuser natürlich auf jeden Fall schon mal besser als frei marktwirtschaftliche und freie Arbeitsteilungskrankenhäuser und so weiter. Aber es ist auch eine schlechte Lösung. Und die einzige wirklich gute Lösung ist, wenn die Ärzte fürstlich belohnt werden, wenn die Wohlfühlstimmen, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten und die Wirtschaftswunderdaten und so weiter der Kunden sozusagen besser werden, dann gibt es fürstliche Verdienstzuschläge, Verdienstzuschüsse, Verdienstzuschläge. Wenn die Wohlfühlstimmen schlechter werden, meine Wohlfühlstimme schlechter wird, gibt es weniger Verdienstzuschläge und dann kann irgendwann der Arzt seine Praxis schließen, seine Gesundheitskommune schließen sozusagen. Ja? Und das ist eben die richtige Lösung. Also insofern, passend zum Tagesthemen und zu den Tagesthemen, also. Lieber Markus Krall, also Ihre Vorstellung vom freien Markt. Es ist ja schön, dass Sie auch die arbeitsteiligen Systeme, die Behörden kritisieren. Ja, das ist ja alles richtig. Aber Sie hören dann mit der Kritik auf und sehen nicht, dass die Wirtschaft genauso gefährlich ist. Ja, also oder viel noch viel gefährlicher ist. Ja. Und Christian Felber eben, ja, auch er sieht nicht, die Gemeinwohlökonomie sieht überhaupt nicht, dass hinter einem tollen Gemeinwohlbilanzpunktwert in Wirklichkeit eine krankmachende Firma stecken kann, die halbe Bevölkerung krank macht, weil eben, wenn ich nicht die Wohlfühlstimmen, die Gesundheitsdaten und die Langlebigkeitsdaten und die Wirtschaftswunderdaten habe, dann sehe ich nicht, ob mit irgendeiner Geschichte
zum Beispiel die gesamte Volkswirtschaft geschädigt wird, ob das Wohlbefinden und die Gesundheit der Kunden beschädigt wird, das kann ich ja gar nicht messen, weil die Gemeinwohlbilanz dafür gar keine Messgrößen hat. Und deswegen ist das ein riesen Denkfehler, der da drin steckt, ne, in all diesen Ansatzthemen. Ja, und bei Cardido kann man eigentlich nur sagen, dass da letztendlich, ja, wenn man sich klar macht, dass da das Geld schrumpfen würde, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Prozent Wertverlust pro Jahr oder wie viel Prozent abgezogen werden pro Jahr bei Schwundgeld, ja, dass das eben auch ungeheure volkswirtschaftliche, also auch den Wirtschaftswunderwert enorm schädigen könnte, weil sehr viele Unternehmer vor Einführung des Credido dann das Land verlassen würden, weil sie sagen würden, ja, da wartet auf mich eine gewaltige Umverteilung von reich zu arm, ja, sozusagen eine riesige Umverteilung. Und bevor das geschieht, gehe ich ins Ausland, denn da kann ich mit der gleichen Arbeitsleistung und der gleichen unternehmerischen Arbeitsleistung, ich nehme also meine Werke mit und damit auch meine Arbeitsplätze mit, dann werden halt die Deutschen arbeitslos. Aber dann baue ich das in einem anderen Land wieder auf und da verdiene ich dann das Zehnfache oder Fünffache von dem, was mir Credido noch übrig lassen würde. Ja. Dann haben wir Nico Pech, der anmahnt, wir sollten mehr Genügsamkeit praktizieren und Suffizienz, also enough is enough und so weiter, Genügsamkeit. Das wird ein Appell sein, der, wenn gleichzeitig der freie Markt und die freie Arbeitsteilung mit seinen Werbemilliarden weiter die Leute in die Konsumsucht treibt und in die Kaufsucht und in die Shoppingsucht und so weiter, da werden solche gut gemeinten Appelle völlig ungehört verhallen. Ja? Ja, so viel zu den Tagesthemen. Weiter geht's mit den Kurznachrichten. In Brasilien, Brasiliens Bolsonaro wird noch beschimpft, ne? Also weil Brasiliens Bolsonaro wehrt sich ja gegen den Weltlenkungszugriff einer pharmazeutischen und Medizinindustrie mit ihren Gefährlichkeitsüberschätzungstendenzen, die im Moment ja sozusagen einen Zugriff über die Welt kriegt, ja. Also, aber wahrscheinlich, möglicherweise kippt das dann auch irgendwann, denn bei Schweden ist es jetzt schon gekippt. Da gibt es also den ersten Bericht so nach dem Motto: Schweden geht's super. Schweden geht's in jeder Hinsicht besser als Deutschland. Und vielleicht hätte man ein bisschen mehr besser schützen müssen die Älteren in den alten Pflegeheimen. Aber so die Zahlen sind ja quasi so: Bundeskanzler Kurz und Professor Drosten hatten für Schweden circa 130.000 Corona-Tote prognostiziert, wenn man die Zahlen auf Schweden überträgt und anpasst. Tatsächlich wurde heute wieder gemeldet 5.700, also ungefähr Faktor ja, 23, 24, ein 24stel dessen. Das heißt also, Corona wurde offensichtlich von Drosten und Kurz um den Faktor 24 in seiner Gefährlichkeit überschätzt. Und eben gerade weil es eine Überschätzung war, eine Gefährlichkeitsüberschätzung war, hat eben Schweden jetzt nicht 130.000 Corona-Tote, sondern nur 5.700. Und Schweden geht es also am besten. Und wenn man jetzt Weißrussland noch untersuchen würde, würde man auch feststellen, dass es denen in Wirklichkeit vielleicht sogar am allerbesten geht, denn die haben ja gesagt, Corona interessiert uns gar nicht, diese Gefährlichkeitseinschätzung des Restes der Welt interessiert uns nicht, ne? Wir machen einfach so weiter wie bis hierher und ignorieren Corona. Mal sehen, ob das sich nicht am Ende als die Strategie rausstellt, die noch besser als die schwedische war.
Und bei Brasilien, ich bin mal gespannt, wann die ersten Berichte kommen, dass also in Brasilien Bolsonaros Tendenz, obwohl er selbst ja angeblich Corona hatte und gut überstanden hat, dass also er immer gesagt hat, das ist nichts, worum wir uns größer kümmern sollten. Ne? Also auch er hat was wahrscheinlich in den Bereich einer kräftigen Grippe eingeschätzt. Wahrscheinlich wären die Berichte über Bolsonaro genauso gewesen, wenn es gehießen hätte, ja, Herr Präsident Bolsonaro hat sich eine Grippe eingefangen und muss jetzt mal hat ein bisschen Symptome und so weiter und muss jetzt mal ein bisschen kürzer treten für eine kurze Zeit. Ne? Und ja, von daher bin ich mal gespannt, was später bei Brasilien rauskommt. Also in Schweden, also schon der erste Bericht, Schweden geht's super. Und ich warte auf die Berichte, Weißrussland geht super und irgendwann kommt vielleicht noch der Bericht, Brasilien geht es in Wirklichkeit super. Jenseits der Darstellungen, die natürlich ausgehen, das ist ja keine böse Absicht, sondern die gehen ja aus davon, dass zum Beispiel in Deutschland wir noch bedroht sind von potenziell 800.000 Corona-Toten, also noch 790.000 Toten, also circa 800.000 Toten, die ja jetzt jederzeit noch kommen könnten. Und wenn man sowas glaubt, dann berichtet man natürlich über Brasilien so, als würde Bolsonaro da leichtfertig die Gesundheit seiner Bevölkerung gefährden, ne? Ja, und dann war da eine Sendung mit dem Titel so Gift der Ungleichheit. Ich würde sagen, diese Sendung brachte das Gift der Gleichheitsvorstellung zum Ausdruck. Ja? Also generell, das war, glaube ich, eine Sendung von der Partei der Linken mit einem DGB-Vertreter von der SPD. Ging ja wohl vielleicht auch um eine langfristige Rot-Rot-Grün-Regierungszusammenarbeit, ne? Ja, und dieses Gleichheitsthema, das habe ich ja schon so oft gesagt, dass eben der größte Irrtum der Menschheit ist, dass man nicht erkennt, dass die Evolution ein Erzeuger von Ungleichheit ist, dass sie also, wenn sie hier zwei 1,30 Meter große Menschen haben und die bekommen Kinder, dann ist es höchst unwahrscheinlich, dass davon eines 2,35 Meter groß sein wird. So, aber es wird so sein, dass alle Kinder irgendwo um die 1,30 Meter streuen. Also da wird immer aktiv Ungleichheit produziert, ja, und die Kinder sind ja keine Kopien der Eltern, sondern sind ein genetisches Lotterieprodukt, ja, sozusagen, ja? Und das bedeutet eben auch, dass wenn zwei Menschen mit einem IQ 70 Kinder bekommen, ist es höchst unwahrscheinlich, dass da plötzlich ein Kind den IQ von 170 hat, sondern die streuen wahrscheinlich eben in einem gewissen Umkreis wieder in einer gewissen Normalverteilung rund um den IQ von 70. Ja? Und das bedeutet eben auch, dass ein Land nur im weltweiten Wettbewerb sich vor dem militärischen angegriffen werden und ähnlichen Dingen vor anderen Aussterbensprozessen schützen kann, wenn es wie bei den Bonobos, wenn die Großzahl der Kinder hier aus diesem Bereich stammt und aus diesem Bereich möglichst nahe Null sozusagen. Ja, nur so kommt es dann zu einer leistungsmäßigen Verbesserung, einem Mithalten können im weltweiten Wettbewerb. Ansonsten kann zum Beispiel Europa ganz schnell aussterben. Wenn Europa hier zu viel Zuwachs und Nachwuchs hat, dann wird Europa ganz schnell kaputt gehen, ne? Und vielleicht irgendwann so abgeschlachtet werden, wie wir Europa die Indianer und die Indios abgeschlachtet haben, ja, im Sinne eines Völkermordes. Ja, und dann, also, was war in dieser Sendung? Ja? Löhne können nicht mit Produktivität steigen,
sondern stehen in Wettbewerb zu den weltweiten Lohnkosten. Also noch einmal. Die Sendung hat wohl behauptet, dass die Löhne steigen könnten mit der Produktivität und dass ja dann auch die Unternehmer gar nicht diese gesteigerten Löhne auf die Preise aufschlagen müssten und so weiter. Und das ist auch wieder unrealistisch, das ist auch wieder ein Riesenirrtum, denn wenn die Löhne mit der Produktivitätssteigerung mitgehen würden, wären sie in anderen Ländern sich am Marktpreis für Arbeit orientieren. Es ist also ein Riesenunterschied. Also Sie können, in Deutschland ist das Anspruchsdenken da, das Anspruchsdenken. Wir haben jetzt eine Produktivitätssteigerung und bitteschön geben Sie in der gleichen Höhe jetzt uns eine Lohnsteigerung. Das ist so eine typische gewerkschaftliche Forderung. Warum ist das ein Irrtum? Löhne, wenn dann in der anderen Welt eine konkurrierende Firma ist, die die Löhne nach dem Marktpreis für Arbeit richtet, aber nicht nach der Produktivitätssteigerung, dann zahlt die eventuell viel geringere Löhne und gewinnt im Wettbewerb gegen die deutsche Firma und die deutsche Firma geht pleite und wird nämlich preislich unterboten. Ja, also ich versuche mal, ob ich ein Bild finde, was dazu gut passt. Also, ja, nehmen wir mal an, das ist hier jetzt Nordeuropa, hier ist Deutschland irgendwie im südlicheren Teil von Nordeuropa. Und hier bezahlt also die Firma, gibt die Produktivitätssteigerung der Fabrik direkt an die Mitarbeiter weiter. Hier in, sagen wir hier in China oder hier Südostasien, hier so, gibt die Firma überhaupt nicht die Produktivitätssteigerung an die Mitarbeiter weiter, sondern sagt, aha, das sind neue Kinder geboren werden, es suchen neue junge Leute Arbeit, deswegen kann ich jetzt meinen Mitarbeitern weniger Geld bezahlen, weil Angebot und Nachfrage, es bieten sich mehr Arbeitskräfte an. Also kann ich die Gehälter reduzieren, die Löhne reduzieren, denn der Markt gibt das her. Ja, dann wird diese Firma ihre Produkte wesentlich billiger anbieten. Wir unterstellen mal jetzt gleiche Qualität zu den deutschen Produkten und kann eben diese Produkte billiger an, ihre Produkte auf dem Weltmarkt billiger anbieten als die deutsche Firma. Und dann geht die deutsche Firma pleite, alle Arbeitsplätze gehen verloren. Und Deutschland und Europa sind ruiniert. Ja, und deswegen, also liebe Gewerkschaft, die Löhne können nur dann mit der Produktivität steigen, wenn nicht in anderen Teilen der Welt die Löhne aufgrund von also mehr Arbeitskräften sozusagen die Löhne in anderen Teilen der Erde gesenkt werden können. Nein, wir müssen also in Deutschland müssen sich die Löhne an den Löhnen des Restes der Welt orientieren. Denn das ist ja der große Nachteil von Globalisierung, dass jetzt jedes Produkt auf dem Weltmarkt in Wettbewerb mit preiswerteren Produkten gleicher Qualität steht. Und deswegen muss dieses Anspruchsdenken aufhören. Es gibt nur einen einzigen Weg, wie wir in Deutschland, Thilo Jung, hat wieder von Hans-Werner Sinn gefordert, so nach dem Motto, ich schaue die Sendung jetzt immer wieder, weil es gibt nur ganz wenige Sendungen, die finden Sie übrigens in unseren Playlists. Die wirklich Substanz haben im Internetfernsehen. Und die schaue ich immer wieder. Und Hans-Werner Sinn und Thilo Jung hat also wieder gesagt, ja, warum habt ihr denn nicht gesorgt dafür, dass die deutschen Mitarbeiter alle Hochlohn bekommen? Ja, Hochlohn
können ja nur Mitarbeiter bekommen, deren Leistungsfähigkeit und Produktivität in der Firma auch deutlich über den anderen Anbietern ist. Also nur wenn hier die Leistungsfähigkeit der deutschen Mitarbeiter so drastisch über denen liegt, ja, und dadurch auch die Produkte viel besser werden als hier, dann kann man hier auch hohe Löhne zahlen. Und das wird dann auch die Wirtschaft tun müssen, denn sonst wandern solche guten Mitarbeiter, solche klugen Köpfe, die wandern sonst einfach in eine andere Firma ab. Also wird automatisch dann auch hier Hochlohn geschehen. Aber der große Denkfehler ist, so nach dem Motto, wir Gewerkschaften, wir sind sozial eingestellt und wir wollen, dass hier die Leute es gut haben, woraus dann resultiert, dass sie viele Kinder bekommen. Zum Glück hat sich der Gewerkschaftsvertreter gegen das bedingungslose Grundeinkommen ausgesprochen, wenn auch nicht aus dem richtigen Grunde. Der richtige Grund hätte sein müssen, nein, dadurch sinkt ja die Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmer in Deutschland weiter ab. Und dann ist es doch ganz klar, dass diese dann keine hohen Löhne mehr bekommen können, weil deren Leistungsfähigkeit sozusagen unter der in Südostasien liegt. Und dann müssen wir natürlich denen auch weniger Lohn zahlen als in Südostasien. Und Professor Sinn hat ja nochmal da in der Sendung natürlich ganz deutlich plädiert, selbstverständlich müssen wir den Mindestlohn abschaffen, obwohl er jetzt zum Glück, sagt Professor Sinn, ja wahrscheinlich nicht schädlich ist, weil er so niedrig angesetzt ist, dass er nicht schädlich ist. Aber generell ist es eben so, dass wir müssen doch eher zulassen, dass Leute für 50 Cent pro Stunde arbeiten und arbeiten sollen. Und dann gibt der Staat etwas dazu. Das ist doch immer noch tausendmal besser, als wenn die Leute den ganzen Tag vorm Sofa sitzen und nur noch saufen. Ja, also das ist doch der Punkt. Ja, und das heißt, eigentlich müssten die Gewerkschaften sagen, ja, wenn Deutschland ein Hochlohnland bleiben möchte, muss es in diesem Bereich Kinder bekommen und in dem Bereich keine Kinder bekommen. Weil nur dann, und wie das geht, habe ich ja schon auch schon 100 Mal beschrieben, ne? Das bedeutet also, dann viele fähige Köpfe und kluge Köpfe werden immer auch hohe Löhne bekommen. Ja? Und das heißt, das ist das, was auch Professor Sinn nicht versteht, dass man. Jeder Staat macht Bevölkerungspolitik. Nur machen wir gerade die Bevölkerungspolitik hier, die Zahl der nicht leistungsfähigen zu vergrößern und damit den Durchschnitt unserer Leistungsfähigkeit zu verschlechtern, anstatt hier dafür zu sorgen, dass wenn überhaupt Kinder geboren werden, dann nur noch hier oder Kinder aufwachsen, ja, Kinder aufwachsen, ja. Dann, also Nachwuchs kommt dann nur noch hier, auch ruhig aus aller Welt, wenn die das wollen, also sozusagen Multikulti aus aller Welt im Hochleistungsbereich. Herzlich willkommen, wenn ihr das Risiko auf euch nehmt, dass ihr eventuell in eine klimatische Zone kommt, die euch gesundheitlich nicht gut tut. Naja, das ist ja dann euer Risiko sozusagen. Insofern Multikulti gerne, aber im Hochleistungsbereich, ja. Ja, und das ist das Dilemma. Ja, und jetzt gucken wir mal weiter. Also, wenn die Löhne hochgehen, gehen die Preise hoch. Das behaupten wohl manche Volkswirtschaftler. Und ich denke, sie haben recht. Denn die Unternehmen stehen im Wettbewerb, wie viel sie investieren können. Ja, also wenn hier vergleichen wir das nochmal. Hier haben wir also das deutsche Unternehmen und hier haben wir das asiatische Unternehmen, ja. Und wenn jetzt hier die Löhne hochgehen und der Unternehmer würde nicht auch die Preise erhöhen, dann hat er also weniger Geld zur Verfügung zum Investieren als diese Firma. Ja, denn wenn diese Firma, wenn die Löhne gehen hoch
und sie gibt das per Preis an die Bevölkerung weiter sozusagen. Und sie hat dann mehr Geld in der Kasse und kann dann mehr in die Zukunft investieren, also in neue Produkte und Produktverbesserungen und Forschungsabteilungen und Innovationsabteilungen investieren als diese Firma. Dann wird in der nächsten Generation der Produkte das Produkt hier in Deutschland schlechter sein als das Produkt hier. Und dann geht die deutsche Firma wieder pleite. Also daraus resultiert aus meiner Sicht schon ein gewisser Zwang dazu. Natürlich kann bis zu einem gewissen Spielraum natürlich der Unternehmer sagen, ich verzichte einfach auf die Privatentnahme oder auf Privatentnahmen aus dem Unternehmen so als mein Unternehmergewinn. Und dadurch kann er natürlich auch sein Unternehmen stabilisieren. Aber warum sollte er das tun? Er leistet ja so viel, hat ja mit dem Unternehmensaufbau so viel geleistet, um sich dann auch ein bisschen was gönnen zu können. Also ich glaube auch nicht, dass das, was die Unternehmer entnehmen, sozusagen, wirklich so gewaltig ist im Verhältnis zu dem Gesamtunternehmen, ja, dass das also wesentlich etwas entscheiden würde. Ja, ich denke schon, dass es am Ende so ist, wenn die deutsche Firma nicht nach einer Lohnerhöhung auch die Preise erhöht, dann kann es sein, dass sie weniger Investitionsspielraum hat finanziell als die südostasiatische Firma und dann geht die deutsche Firma pleite, weil bei der nächsten Produktveröffentlichung, dann die Südostasiaten, die Nase vorn haben und dann die Welt also südostasiatische Produkte kauft und die Deutschen nicht mehr. Und dann ist Deutschland pleite und arbeitslos sozusagen. Zumindest erstmal diese Firma. Ja. Ja, und also noch einmal, und wer also da die Lohnerhöhung nicht auf die Preise draufschlägt, kann weniger investieren und dem droht das Aussterben. Das habe ich eben gezeigt, ja? Ja. Also die Anspruchshaltung der Gewerkschaft, also letztendlich hochbezahlt oder Hochbezahlung geht nur bei Hochleistungsfähigen. Ja, dieses Anspruchsdenken sagt quasi, wir wollen Millionen Euros für die Inkompetenten, für die Unfähigen, für die Dummen sozusagen. Diese totale Anspruchshaltung, diese ist insofern völlig verfehlt, weil wir jetzt durch die Globalisierung eben unmittelbar jeder deutsche Arbeitnehmer quasi vor die Frage gestellt ist, ist denn meine Arbeitsproduktivität und meine Arbeitsleistungsfähigkeit besser als die eines Südostasiaten? Und warum? Habe ich denn wirklich die bessere Bildung? Habe ich die bessere Intelligenz, mit dieser Bildung überhaupt etwas anfangen zu können? Oder bin ich in Wirklichkeit der wenig intelligentere und der Südostasiate hat eine gute Bildung und hat eine höhere Intelligenz und kann damit mehr Leistung bringen als ich? Und warum, bitteschön, habe ich das Anspruchsdenken immer noch und wer nährt mein Anspruchsdenken, dass mir jetzt mehr Gehalt zustände als einem Südostasiaten, nur weil ich in Deutschland bin und wir dort das Anspruchsdenken gewöhnt sind. Ich glaube, das hat keine Zukunft mehr. Ja, wir müssen in der Realität ins Auge sehen, dass das so nicht geht, sondern wir müssen dafür sorgen, wenn wir verhindern wollen, dass Menschen leiden, an Armut leiden in Deutschland, an relativer Armut leiden, dann müssen wir dafür sorgen, dass hier kein Nachwuchs kommt. Denn der ist zum Leiden vorprogrammiert. Der wird auch eigentlich in der Wirtschaft nicht gebraucht, sozusagen. Und wir müssen unseren Nachwuchs von hier bekommen und dann werden die alle gut bezahlt werden, weil sie Produkte entwickeln, weil sie so klug sind, dass sie Produkte entwickeln, die auf dem Weltmarkt jeder haben will. Und dann wird natürlich der Unternehmer hohe Preise nehmen können für diese Produkte und kann dann seinen Mitarbeitern und muss seinen Mitarbeitern dann auch hohe Gehälter bezahlen, wenn er sie nicht an andere Firmen verlieren will. Denn alle anderen Firmen warten natürlich sehnsüchtig darauf, dass sie eventuell von anderen Firmen kluge Leute abwerben können. Ja? Und insofern muss er dann hohe Gehälter zahlen und gute Arbeitsbedingungen stellen. Ne? Ja.
Und mit der Wohlfühlstimme und den Gesundheitsdaten muss er ja noch mal doppelt auf das Wohlfühlen seiner Mitarbeiter im Unternehmen achten. Ja, doppelt noch, ja. Schluck Wasser. Denn auch die Wohlfühlstimmung und Gesundheitsdaten der Mitarbeiter entscheiden über die Verdienstzuschläge an den Unternehmer, die Unternehmerin. Ja, der Reichtum, und dann wurde behauptet, der Reichtum stamme aus Arbeit. Das stimmt nicht. Der Reichtum stammt nur zu kleinsten Teilen aus der Arbeit. Sondern in erster Linie stammt der Reichtum immer aus einer genialen Erfindung und einem genialen Coaching von Erfindern. Also entweder ist der Unternehmer selbst der geniale Erfinder oder ist ein genialer Coach und schafft es als Unternehmer, Erfindertrupps sozusagen so gut zu coachen, dass die geniale Erfindungen machen. Und denn was die Welt kaufen will, ist nicht die Arbeit, sondern die Welt will das geniale Produkt kaufen. Und natürlich braucht es dann noch sozusagen Leute, die dieses Produkt herstellen können in der Massenfertigung und so weiter. Aber der eigentliche Reichtum stammt aus der genialen Erfindung durch den Unternehmer oder aus seinem genialen unternehmerischen Coaching von Erfindergruppen sozusagen, die er beschäftigt. Und daraus stammt der Reichtum. Ja, und das wird völlig vergessen. Also der Reichtum stammt aus diesem Gehirnbereich, aus den großen Gehirnen stammt er. Und er kommt nicht durch die kleinen Gehirne. Und die sind sowieso noch nicht mal in der Lage, in der Fertigung der Produkte zu arbeiten, sondern dass diese hier sind in der Lage, in der Fertigung der Produkte zu arbeiten. Ja? Aber der Reichtum, der wesentliche Anteil des Reichtums kommt hierher. Und da gibt es viel Angebot und diese Leute kann man für wenig Geld beschäftigen. Weltweit findet man Leute, die etwas fertigen können, wenn es einmal genial entwickelt wurde und die Produktionstechnik einmal genial erfunden wurde. Also der Reichtum stammt nicht aus der Arbeit, sondern er stammt aus der genialen Erfindung oder dem genialen Coaching des Unternehmers seines Entwicklerteams. Ne? Ja, insofern müsste man nennen, also das Gift der Gleichheitsvorstellung. Ja? Immer hinter allem steht die Vorstellung, jeder Mensch ist ein Genie. Jeder verdient deswegen absolut hohe Löhne. Das war ja auch die Tendenz bei Thilo Jung im Gespräch mit Professor Hans-Werner Sinn, wobei wir ja wieder zurück sind beim Tagesthema, also bei den Tagesthemen. Eben, indem er so quasi so sagt: Ja, die Deutschen sind doch alle Genies, sind doch alle super klug, warum kriegen die nicht alle super hohe Löhne? Ja? Das ist eben der Punkt, eben weil sie eben nicht alle Genies sind, sondern wir ein Übergewicht an sehr, sehr wenig klugen und sehr wenig leistungsfähigen Menschen haben. Und wenn eine Firma solch jemanden einen Hochlohn bezahlt, dann ist sie schneller pleite, als sie gucken kann. Ne? Also insofern, ja, also meine Hoffnung ist, also mein Glaube ist, der Gewerkschaftsvertreter hat das ja auch ganz deutlich gesagt. Sie haben riesige Mitgliederverluste. Ich hoffe, dass die Gewerkschaften bald verschwinden. Denn sie sind völlig unnötig. Sie bringen Anspruchsdenken in die Gesellschaft. Sie bringen völlig falsche Vorstellungen. Deren Chefsvolkswirt hat sozusagen lauter Irrtümer. Sollte mal bei Professor Hans-Werner Sinn in die Schule gehen, was ein bisschen Realismus in der Volkswirtschaftslehre bedeutet und so weiter. Und ja, ich hoffe, dass die Gewerkschaften bald verschwinden, weil sie sind überflüssig wie ein Kropf und richten nur zusätzliche Schäden an in der Gesellschaft. Denn wenn wir die Wohlfühlstimme haben, die Gesundheitsdaten und die Langlebigkeitsdaten, was meinen Sie,
wie für und gleichzeitig die Wirtschaftswunderdaten. Was meinen Sie, wie fürsorglich die Unternehmen in Deutschland in Zukunft mit ihren Mitarbeitern umgehen und so weiter? Aber trotzdem werden sie einem unfähigen Mitarbeiter nicht einen Hochlohn zahlen können. Das ist einfach unmöglich, ja? Über die Wohlfühlstimmen, die Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten werden die Unternehmer extrem fürsorglich mit ihren Mitarbeitern und ihren Kunden umgehen und mit der Umwelt, die um ihr Unternehmen herumliegt, ne? Und mehr brauchen wir nicht. Und dazu braucht es keine Gewerkschaften mit ihren unrealistischen Vorstellungen einer grundsätzlichen Überanspruchshaltung, die überhaupt nicht in Realität gegründet ist. So nach dem Motto, ich bin doch in Deutschland geboren, ich muss doch 50 € die Stunde kriegen, auch wenn ich nicht bis drei zählen kann. Das ist diese Überanspruchshaltung, die auch bei den Gewerkschaften mit vorliegt. Ne? Ja, ich glaube, das war's mal wieder für die jetzige wissenschaftliche Tagesschau heute. Wie immer herzlich eingeladen zu unserer wissenschaftlichen Tagesschau heute. Demokratie pur. Und ich hoffe, dass bald eine große Sendung mit mir erscheint. Wir haben 2,25 Stunden gedreht mit 3 Kameras. Bin mal gespannt, ob wir die bald in die Playlist aufnehmen können. Ja, das war's mal wieder für jetzt. Tschüssi, bis bald.